Ich würde jetzt in der Hängematte liegen. Man hat so wie so in den Palmen oben so eine Sommerbrise zwischen dem Monsun, Regen, heiß. Ja, so fühle ich mich jetzt gerade, wenn ich die Schocke esse. Ich bin Franzi und wir machen Bean-to-Bar-Schocke in Zürich, Wollishofen. Sollen wir so schnell ganz anfangen mit der Frau? Du hast gefragt, was ist Garçon? Was ist Garçon? Garçon ist eine Schocke-Manufaktur. Wir machen Schocke aus zwei Zutaten, nämlich Kakaobohnen und Zucker. Wir sind jetzt hier gerade bei uns im Kakaolager. Da liegen alles Kakaosäcke. Kakao aus Ghana, aus Indien, Peru. Wir beziehen die Kakao eigentlich direkt von den Produzenten. Und dann finde ich es mega wichtig, dass man halt weiss, woher kommt. Das Lebensmittel erzählt irgendwie immer für mich eine Geschichte von dort, wo es herkommt. Es ist irgendwie immer ein Abbild von denen, all diesen Wegen, die drin sind. Was ist okay, steht einfach für Kakao. Kurz und knapp. Schocke wird fermentiert, das habe ich gar nicht gewusst. Und so bin ich dann immer tiefer rein und habe dann einfach mal meine Erfahrungen und auch Tools aus dem Käserinnenberuf quasi mitgenommen und probiert, auf den Kakao anzuwenden. Und bin dann wieder zurückgekommen und habe zusammen mit Andi Brechbühl, den ich gegründet habe, gefunden, hey, komm, das machen wir jetzt, das probieren wir. Die Leute haben es mega fein gefunden. Also, sind alle irgendwie erstaunt gewesen, was wir da für Schocke machen. Und das hat uns irgendwie angespornt, natürlich. Für mich ist Schocke ist ein Lebensmittel, das erstens lebendig sein darf. Also es muss auch nicht immer ganz genau gleich sein. Und natürlich gibt es Auffassungen, wo man könnte sagen, unsere Schocke ist viel zu roh oder so. Aber das wollen wir ja genau. Wir wollen ja möglichst eine Schocke, die nahe am Kakao ist. Die darf ihre, also eben genau den Charakter des Kakao auch zeigen.